Hallöchen, liebe Alien-Fans da draußen und damit ein allerherzliches Willkommen zurück bei Alien vs. Conrad's Marines. Ja, an meiner Seite haben wir den Shikamaru wieder und gemeinsam sind wir wieder unterwegs in der Alien-Welt. Hurra! Ja. Schlacht uns! Endlich nach gefühlten 10.000 Jahren geht's endlich weiter mit Alien Colonels Marines. Und wir haben das zum letzten Ende, glaube ich, vorgespielt. Ja, bis zu diesem Jackpoint rein theoretisch sind wir gekommen und fangen jetzt auch natürlich hier wieder an. Und die Hardware ist aufgerüstet, liebe Freunde. Es kann also wieder losgehen und Alien vs. Colonels Marines ist wieder in unseren, Repertoire, genau. Genau. Machen wir Französisch weiter. Genau. Französisch für Anfänger. So. Genau. Ja, Rulo, wer? Bitte was? Wie? Bitte was? Rulo Maus. So, gut, dann wollen wir erstmal hier. Vorweg müssen wir noch sagen, wer die letzte Folge gesehen hat von Aliens vs. Conrad's Marines, was ja schon ziemlich lange her ist. Wer kann das noch sagen, Alter? Deswegen sag ich es ja auch gerade: Bella ist tot. Richtig. Bella ist tot, da kam da so ein kleiner Gremlin raus. Auch Alien genannt. Ja. Ja, wir wollen das Ganze mal keinen Tiernamen geben. Hier ist noch eine Rüstung. Wir holen uns mal. Nachschubantrag. Ach, was soll's. So. Ich weiß gut. Nicht, wie oft ich es euch bürokratisch. Ich bin frisch. Ich auch. Aber die gesamte Einrichtung hängt an einem seidenen Faden. Das Einzige, was noch zwischen uns und diesem. Okay, was sagt er? Steht, ein paar tausend Volt in einem elektrischen. Hast du schon aktiviert? Gelände. Ja. Aber wir haben nicht mal einen Notfunkgenerator. Wenn der Zaun versagt, hier spricht Vorarbeiter Morris. Dies ist der offizielle Nachschubantrag. Ach, was soll's. Ich weiß nicht, wie oft ich es euch bürokratischen Windbeutel noch erklären muss. Was? Bürokratische Windbeutel? Hängt an einem seidenen Faden. Das Einzige, was noch zwischen uns und diesen Dingern steht, sind ein paar tausend Volt in einem elektrischen Zaun um das Gelände. Aber wir haben nicht mal einen Notstromgenerator. Oh. Wenn der Zaun versagt, ist das gesamte Gebiet in wenigen Minuten hinüber. Verstanden? Nein. Wir brauchen die Genehmigung, mindestens drei weitere Zäune zu errichten und den Saft, um sie zu betreiben. Andernfalls gibt es keine weiteren Infos aus eurem lieben Origin, bevor wir alle in wandelnde Brutkästen verwandelt werden. Ja, nur der Saft bringt die Kraft und damit machen wir auch weiter. Richtig, und er hat irgendwie so ein bisschen den Glauben in sich verloren, ne? Kann das sein? Okay. Yes. Ist hier noch was? Also wenn hier keine Hundemarke ist, dann ist hier nichts mehr. Aber ich habe schon was Schönes gesehen. Ja, ich habe auch schon wieder was zu leuchten auf mein Radar. Und tschüss. Ja, toll. Kack, Blindgänger. Tja, so, dann lass uns mal hier weitergehen und Neil wartet nämlich schon so geduldig auf uns. Ja, die Kussi. Der gute Bursche. Aber ich finde auch, aber ich sehe die scheiß Hundemark auch nicht auf dem Radar hier, ne? Oh, von rechts kommt irgendwas. Hier geht's schon wieder Treppen nach oben. Och, oh, hier ist noch eine Rüstung in der Ecke. Ich hasse Treppen. Wie kommen wir denn da hin? Oh. Hier. Na hier. Was ist das Ding? Eventuell gecrouched? Weiß nicht. Und crouched up, geht das hier überhaupt? Ging das hier überhaupt mit dem Scheiß crouched up? Ich weiß es nicht. Eventuell von hier nach da. Ach, der Zugang ist hier erstmal tot. Wir müssen, glaube ich, hier über die Treppe. Also, aber bei mir blinkt das Ding sowieso nicht auch nicht. Ich denke mal, weil wir auch voll sind. Ach, das ist O'Neill. Ich dachte, hier steht ein Gegner vor mir. ich habe sein Beinchen anvisiert gehabt. Bevor es Eier liegt. Das ist ein Schießfilm. Ja. Oh. Alter. Du bist wieder voll im Action hier, wa? Ha, was eine geile KI. Ich denke, das haben sie hier verändert bei dem Spiel mit dem Abbild. Ja, genau, für dem Spiel kam ja ein Update und das hat ja eigentlich rein theoretisch auch dazu geführt, dass, sagen wir es mal bei Namen, Shikamaru nachrüsten musste. Springt sofort wieder an. Ist ja nicht schlimm, das passiert sowas. Ja, das ist halt ein Spiel nach seinen angeblichen besseren Updates. Dann springt der Aggregat an und versucht den Stromkreis zu schließen. Und das ganze System hat einen Kurzschluss. Kein Saft für den Sicherheitszaun. Richtig. Dann schmort alles durch. Oh, du nimmst die unteren, ich arbeite hier oben.
Also er tippt erstmal wie so ein Weltmeister hier drauf und die Tür ist auf. Also lass uns das Ding mal aufmachen hier. Finden Sie drei Strom, irgendwas, bla bla. Dann mal gucken. Oh, ich wollte gucken, ob eine Hunde machen. Hier unten ist Rüstung. Oh, da ist ein Gegner. Ich kann nicht durch die Scheibe schießen. Noch nicht. Scheiße. So, erstmal von der Seite gucken. Hier ist, glaube ich, nichts. Wenn ich mich recht irre. Scheiße. What the fuck? Meine Tastatur, die... Ja, jetzt ist es wieder in Ordnung. Die hing irgendwie, das Laufen hing gerade fest. Der ist immer bei mir in eine Richtung gelatscht. Okay. So, wir müssen... Also meine Rüstung ist wieder fast voll. Meine ist voll. Okay. Klang irgendwie ein bisschen überheblich, ne? Meine ist voll. Ah. Ich mach jetzt hier mal... Oh, das brennt! Boah. Alter, du bist voller der Assassine, ey. Ja, ich bin ein lautloser Killer von hinten. Heimlich spielst du bestimmt hier Splinter Cell Blacklist, wa? Jo. Hast du gut erkannt, bekommst einen Keks, mein Guter. Das Spiel werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zulegen. Ja. Weil das ist nämlich hammergeil. So, ich bin auch ein Assassine. Tür-Assassine. So. Wenn du glaubst, dass es komisch war, da war es genau richtig. Ja. Glaubst du, hast einen Dumm vor dir? Dann glaubst du richtig. Genau, ich muss erstmal hier nachladen. Ja, genau, davon bin ich überzeugt. Wir müssen hier, glaube ich, wieder die Treppe hoch, ne? Kann das sein? Schon wieder. Ich hasse Treppen im Spiel. Ich auch, aber... Treppen haben immer nichts Gutes. Hier ist schon wieder eine Tür. Ich öffne mal. Ich glaube, ich sehe hier irgendwo eine Runde warten. Hier ist Computer. Warte mal. Hast du was gefunden? Nee, aber ich glaube, sie brauchen uns eine Hundemarke. Was? Gib mir Deckung? Von wo? Hier auf dem versteckten Radar sehe ich hier eine südliche Hundemarke. Shigamaru, wo treibst du dich rum? Ja, im Keller. Okay. Hast auch Profi gesucht, wa? Ja. Nein, aber irgendwo ich sehe hier eine Hundemarke. Ich kann sie nur nicht richtig orten. Okay. Alter, was gibt's denn hier so? Damit muss man in die Werkstatt. Ja. Was gibt's denn da? Was ist alles? Ich sehe du bist jetzt gerade hier die Treppe, glaube ich, hoch, ne? Ja. Ich stehe hier über eine Hundemarke, aber ich stehe hier. Was? Hier ist O'Neill. Er sagt zu mir, geh in Deckung. So, du stehst hier über eine Hundemarke? Ja, ich habe hier irgendwas auf dem Radar, aber ich stehe jetzt genau drüber. Ach, die ist unten. Guck mal, wir kommen da noch hin. Weil sind wir nicht von da auch gerade gekommen. Ne, ich denke mal, da kommen wir hin, ne? Wir müssen ja hier... Hoffe ich mal. Aber hier schon mal nicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, mehr wie nichts. 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 Das Wort heißt nichts und nicht nichts. Also kein Blut, kein Sch, einfach nichts. Stromversorgung? Wieso wird mir auf dem Radar hier Stromversorgung jetzt hier angezeigt? Ich schon hier... Haben wir hier nicht gerade? What the? Also ich renne jetzt gerade mal O'Neill hinterher. Ist das ja richtig? Da weiß ich nicht. Ach, das ist dieses... Hier spricht Vorarbeiter Morris. Dies ist der offizielle Nachschubantrag. Das ist das Textloch, was er mir die ganze Zeit anzahlt. Ach so. Ja, dann komm. Wo bist du? Hinter dir. Ach, da bist du. O'Neill steht hier an der Tür. Also ja, also er steht hier an der Tür. Dann lass uns erstmal hier absuchen. Dann müssen wir ja oben, was? Ja, dann müssen wir jetzt hier nach oben gehen. Genau. Jeder schnappt sich jetzt hier so einen schönen Anzug. Ach, hätte ich den Vorfall auch. Finde ich schon geil. Na, du hast ja das Teil, also musst du es auch einsetzen, ne? Ja. Musst du da rein? Ja, irgendwie sind wir hier lang. Okay, gut. Sehr verwöhnt leicht. Ja, aber ich liebe solche Level. Was, die verwöhnt sind? Nee, also jetzt in diesem Raum, guck mal hier. Es ist absolut gar nichts, die Atmosphäre stimmt. Du hörst nur dieses...
halt irgendwie die Spannung aufrecht. Warte mal, da kommt einer. Ja, und hier ist, ich glaube, Unin muss hier tibbel-tibbel machen, ne? Mach auf. Kann das sein? Muss er überhaupt? Nee, geht nicht. Oder müssen wir hier wieder irgendeinen Computer bedienen? Da hinten ist dieses Stromversorgungsteil. Warte mal. Steht noch ein anderer Eingang oder so? Weil da läuft immer zu einer in dem Raum hinterher. Da sind zwei sogar drin, wie das ausschaut. Auf jeden Fall kann ich nicht noch eine Tür. Ja. Herzlich willkommen zur Let's Suchfolge. Sehr verwirrt hier. Sehr verwirrt. Oder ist ja irgendwo noch ein Schalter? Ach, hier ist die Tür. Oder? Auf. Ja, die ist ja. Vielleicht mal anklopfen. Ja, klopft mal. Ich will da rein. Mach auf. Da Platz da, ich bin ein Landfurcht! Ja. Ich geh jetzt mal hier hoch. Ich glaube, von hier sind wir bestimmt gekommen, ne? Jetzt war noch eine Treppe, aber nee, von hier sind wir doch nicht gekommen, oder? Nee, von der anderen Seite sind wir gekommen. Oder müssen wir durchs Dach brechen? Ich weiß nicht. Scheiße, wie die Stiefel. Mach hier an, voll. Oh. Alles aus deinen Schläuchen. Ah, ich noch meine. Ich wollte. Entschuldigung, Leute, das war jetzt aber kein Spoiler. Okay. So. Also hier ist. Kommt von oben, ne? Oder wie heißt das? Muss nicht. Bist du hier durch die Luke? Oh, verdammt. Okay. Ja, durch die Luke müssen wir. Mann, sind wir schlau. Ja. Da ist das nächste Teil, genau. Okay, nach gut roundabout 10 Minuten suchen. Plus minus geil, geteilt. Jetzt lass mich raten, jetzt können wir die Tür schon von der Seite aufmachen oder die andere Tür. Nein, das war diese Tür. Ja, hier du. Hey, in dem Spiel. So, wo bist du jetzt? Ach, da bist du. Und du? Ja, und du? Bist du normalerweise, wo versteckt eigentlich O'Neill? Ich möchte hier raus, oder wer hat das geschrien? Keine Ahnung. Also jetzt hat er schon wieder so das nächste Textloch oder schon wieder irgendwie so. Scheiße, Dreck. Okay. Steht Stiefel. Mal kommen wir da nicht rein. Ach. Oh. Oh, was doch. Ich war ja aber eben gerade noch nicht hier. Ja, ja, liebe Freunde, das Suchen ist, ne, schön. Ach, hier ist das nächste Teil. Last but not least. Ich hab schon. Zack, abgeklemmt. Ich auch. Was? Gehen Sie zum Kontrollpunkt zurück und schalten Sie die Versorgung aus. So, wo ist die? Bist du wieder aus der Tür raus? Nee, ich bin hinter dir noch. Warte mal, ach da, alles da. Da müssen wir durch. Hm? Da ist hier immer noch eine perfekte Runde, Mark. Ich bin noch drüber. Na scheiße, ich will die Wohnung haben. Naja gut, man kann nicht alles haben. Ja, bloß was nützt dir den Bonus, wenn wir den Weg hier raus nicht finden? So, hier ist der Kontrollraum. Das war eine Erkenntnis. Der Xeno wird den Zaun in ein paar Minuten überrennen. Wollt ihr das all den Leuten da draußen wirklich antun? Die haben doch keine Chance. Ja. Hätten sie sich von mir verlegen sollen, dass du so weit rückst. Wann kann Queens in den Tod geschickt werden? Ja. Tu es. Wir sind nicht weiter? Weiß nicht. Was macht unten hier? Ach da, jetzt ist das Ding auf. Wo bist du denn? Da lang. Hier. Ach da, okay. Ja. Und ich drück. Ja, betätige mal. Oh, wir haben alles ausgeschaltet. Nein! Oh. Oh. Oh, haben wir die Mission geschafft? Yes. Mission geschafft! Wer hätte das gedacht? Yeah, neuer Rekord, Soldat. Yeah! Der Panda war. So. Getötet 28. Müssen wir nochmal zurückkommen? War das automatisch oder mussten wir da unten aufs Spiel verlassen gehen? Das war automatisch, ne, oder?
Irgendwie liegt er hier oben noch. Wir warten mal kurz. Hab ich auch noch. Was hast du für eine Pinkzahl? Null. Stand bei mir auch bei dir im Null. Bei mir 64. Cool, so. Oh, das ist jetzt die nächste Mission, Bollwerk. Bollwerk, ja, dann starten wir doch mal gleich, oder? Na, logisch. Oder wollen wir erst noch Ausrüstung bearbeiten? Nee. Also ich hätte da vielleicht noch was. Nee, habe ich nicht. Also ich muss nichts neu. Ich habe noch einen perfekten Punkt, aber welches Gewehr kann ich denn damit noch rüsten? Schussrate. Kann ich nicht. Verdammt. Aufrüstung bearbeiten. Punkte. Auf Ausrüstung bearbeiten war das, ne? Ja. Das ist lange ist her. Hier, das ist ein Laserwinkel. Ach, ich kann höchstens hier die Punkte auf meine Schrotflinten versetzen. Obwohl, kann ich die noch verbessern? Die taktische Schrotflinte oder Granatenwerfer? Granatenwerfer, das habe ich ja schon in der Testaufnahme. Damit habe ich ja keine guten Erfahrungen gemacht. Den Visier lasse ich drauf. Ich drück mal F, Mama. So, ich kann nichts hier jetzt erstmal weiter ausrüsten. Von mir aus können wir starten. Ja, also ich kann auch irgendwie nichts. Nichts. So, Spiel starten. Yeah! 4, 3, 2, 1 und Filmszene.